Zorn der Götter. Lykaon war ein grausamer Herrscher, einer, der den schlimmsten unter den römischen Kaisern in nichts nachstand, sagte Thanassis, während durch die Schläuche weitere Medikamente in seinen Körper gepumpt wurden. Er war ein Tyrann der übelsten Sorte, und als die Lamien ihn schließlich von seinem Thron stürzten, war wohl keiner besonders traurig darüber. Es heißt, Lykaon sei gevierteilt und seine Überreste in allen Küsten Arkadiens in die See geworfen wurden, obwohl ich es für wahrscheinlicher halte, dass man ihm schlichtweg den Schädel eingeschlagen hat und die Leiche im nächsten Feuer gelandet ist. Wie dem auch sei, Lykaon war tot und die Lamien beanspruchten den Thron für sich. Die Panthera aber waren stets seine Verbündeten gewesen und ihre Macht eng an ihn gebunden. Ihnen war klar, dass sie ihre Privilegien verlieren würden, wenn die Gegner Lykaons erst die Herrschaft an sich gerissen hätten. Deshalb beschuldigten sie die Lamien des Hochverrates, reklamierten den Nachlass des ermordeten Königs für sich und erklärten sich selbst zu seinen legitimen Nachfolgern. Was als eine Art Erbschaftsstreit begonnen hatte, wurde innerhalb kürzester Zeit zu einem Flächenbrand, der ganz Arkadien erfasste. Es kam zu einem furchtbaren Bürgerkrieg, der Jahrzehnte andauerte. Arkadien ging daran fast zugrunde. Städte, Dörfer, selbst die abgelegensten Landstriche wurden verwüstet, ihre Bewohner niedergemetzelt. Zu guter Letzt siegte nicht eine der beiden Seiten, sondern die Vernunft. Alle erkannten, dass nichts und niemand übrig bleiben würde, wenn das Blutvergießen kein Ende nehme. Die Überlebenden des Krieges, so heißt es, wandten sich an die Götter und flehten sie um Schlichtung des Konflikts an. Der gute Rat von oben ließ dann auch nicht lange auf sich warten. Als erstes bekamen die Arkadier von den Göttern den Auftrag, dem toten Lykaon in gemeinschaftlicher Arbeit ein monumentales Grabmal zu errichten. Diese Aufgabe sollten die verfeindeten Gruppen einen. Das scheint auch gelungen zu sein, denn auf die Erbauung des Grabes folgte der nächste Schritt. Es wurde entschieden, dass Lamien und Panthera, die Anführer der streitenden Armeen, sich die Herrschaft über das Reich teilen sollten. Nicht einen einzelnen König sollte es geben, sondern ein Tribunal, das sich aus Vertretern beider Dynastien zusammensetzte. Gemeinsam wollten sie den Wiederaufbau der zerstörten Städte vorantreiben und das Reich Arkadien zu neuer Blüte führen. An ihre Hilfe und ihr Wohlwollen knüpften die Götter eine Bedingung. Niemals dürfte ein gemeinsames Kind von Lamien und Panthera geboren werden. Die Familien sollten Seite an Seite herrschen, jedoch auf gar keinen Fall zu einer einzigen Dynastie zusammenwachsen. Eine so große Machtfülle hätte sie verleiten können, die Götter selbst in Frage zu stellen. Kein so abwegiger Gedanke, wenn man sich die römischen Geschichten oder die des alten Ägyptens anschaut. Um diesen Pakt zu besiegeln, wurde ein großes Fest angekündigt, verbunden mit einer Zeremonie als Beweis der neuen Einigkeit. Vollzogen wurde sie am eben errichteten Grabmal des Lykaon, dem Grundstein für das neue Arkadien. Das waren grausame Zeiten damals. Ein Menschenleben bedeutete nicht viel und Verträge wurden in Blut geschrieben. Man entschied, dass nur ein Menschenopfer genug Gewicht besäße, um als Sinnbild für den Pakt der Dynastien in die Geschichte einzugehen. So wurde auf den Stufen des Grabmals eine hochgestellte Tochter der Lamien und ein Sohn der Panthera miteinander vermählt, um gleich darauf geopfert zu werden, so dass alle mit ansehen mussten, wozu eine solche Verbindung führen würde. Die Lamia wurde gezwungen, erst ihren Bräutigam und dann sich selbst zu töten. So demonstrierten beide Clans ihren bedingungslosen Willen, dem Aufstieg Arkadiens zu dienen. Thanassis hielt inne, saugte rasselnd die Luft ein und schien für eine Weile kaum in der Lage zu sein, weiterzusprechen. Nach einer Pause setzte er abermals an. Nun, die Menschen damals haben drastische Inszenierungen zu schätzen gewusst. Andererseits, hätten alle einfach nur einen Vertrag unterschrieben, wer weiß, ob wir uns dann heute Jahrtausende später noch erinnern würden. Ein blutiges Spektakel ist schon immer der eindrucksvollste Weg gewesen, um die Zeitalter zu überdauern. Würde sonst irgendwer nach Herodes kennen? Oder Nero? Oder Caligula? Rosas Blick traf Alessandro. Sie musste erst ihn töten und dann sich selbst? Die Geschichte ist noch nicht vorbei, sagte Thanassis, nachdem Danae einen Becher mit Wasser an seine Lippen geführt und er in langsamen Schlucken getrunken hatte. Die Zeremonie wurde vollzogen und die Arkadier,
die den Bürgerkrieg überlebt hatten, wurden Zeugen eines historischen Friedenspaktes zwischen Pantera und Lamien, des Konkordats. Die letzten Opfer des Thronstreits, das unglückliche Paar, wurden feierlich beigesetzt und man begann mit dem Wiederaufbau. In den folgenden Jahrzehnten erholte sich das Reich. Die Arkadier fanden zurück zu ihrem alten Selbstbewusstsein und begannen, Expansionspläne zu schmieden. Für einen offenen Krieg gegen die damaligen Seemächte des Mittelmeeres, vor allem Griechenland, war man noch nicht stark genug. Deshalb entschied man sich für einen anderen Weg. Spione wurden ausgesandt, Kaufleute, Diplomaten, selbst Soldaten, die sich der griechischen Armee anschlossen. Auf diese Weise machten sich die Arkadier daran, den Staat zu unterwandern. Sie besetzten hohe Positionen und zweigten Reichtümer für sich und ihr Volk daheim ab. Mehr und mehr wurden die Arkadier zu Puppenspielern der Politik Griechenlands. Nach außen hin mochte nichts davon zu bemerken sein. Insgeheim aber zogen die Fäden durch Beratung, Bestechung und Einschüchterung. Arkadien wurde reicher und seine Städte erblühten von neuem, prachtvoller noch als zu Zeiten Lykaons. Das Konkordat, der Pakt der beiden Dynastien, brachte Wohlstand für die Herrschenden und eine gewisse Sicherheit für das einfache Volk, das nun weder Armut noch Krieg befürchten musste. Wir wissen nicht genau, wie lange dieser Zustand letztlich angehalten hat. Vieles von dem, was ich euch erzähle, basiert auf Mythen und Legenden. Eine offizielle Geschichtsschreibung gibt es nicht. Oder sie ist bis heute unentdeckt geblieben. Auch konkrete Jahreszahlen sind nicht bekannt, aber wir können annehmen, dass die Doppelherrschaft der Lamien und Pantera mindestens 100 bis 200 Jahre anhielt, wenn nicht länger. Erst dann geschah schließlich, woran schon manches Volk zugrunde gegangen ist. Die Arkadier wurden hochmütig. Triumph folgte auf Triumph. Aus den griechischen Kolonien sprudelte Reichtum der Inseln. Alles, was man anpackte, schien zu gelingen. Da entschieden die Dynastien, dass es an der Zeit wäre, Ruhm und Fortschritt Arkadiens ein Denkmal zu setzen. Mit dem Grab des Lykaon hatte man bewiesen, dass arkadische Baumeister zu großen fähig waren und das Volk bereitwillig eine solche Aufgabe ausführte. Nun aber sollte ein Bauwerk entstehen, wie es zuvor keines gegeben hatte. Kein Grab, kein Turm zu Babel, erst recht kein Tempel für die Götter, sondern eine Brücke, die Arkadien mit dem Festland verbinden sollte. Eine Brücke, über die arkadisches Genie nach außen und das Gold der anderen Völker auf die Insel fließen sollte. Rosa hatte sich die ganze Zeit über kaum bewegt, nur ab und zu das Gewicht von einem Fuß auf den anderen verlagert. Jetzt aber konnte sie nicht anders, als ruhelos ein paar Schritte durch den Raum zu gehen. »Diese Brücke«, sagte sie, »die Insel und das Festland. Arkadien ist nie Atlantis gewesen oder irgendeine andere Insel, die im Meer versunken ist. Arkadien war Sizilien.« »Sizilien ist ein Teil davon«, bestätigte Thanassis. »Das, was davon übrig geblieben ist.« Alessandro verschränkte die Hände am Hinterkopf. »Und diese Brücke sollte über die Straße von Messina führen? Auf derselben Route, die vor ein paar Jahren die Dalamanus vermessen haben, um dort eine neue Brücke zu errichten, die von der Regierung in Rom beschlossen worden ist?« »Ganz richtig.« Rosa kaute auf eine Haarsträhne, während sie sich in ihrem Kopf endlich alles zusammenfügte. »Aber die Statuen im Meer, die Trümmer, bedeutet das, dass die Brücke der Arkadier tatsächlich gebaut worden ist? Dass die Statuen ihre Überreste sind?« »Die Brücke wurde errichtet«, sagte Thanassis, »zig Kilometer über die offene See hinweg. Damals war der Küstenverlauf noch ein anderer und die Insel war größer. Dennoch musste eine ungeheure Strecke überwunden werden. Dazu hat man nicht die kürzeste Route ausgewählt, sondern jene, an der das Meer am seichtesten war. Gigantische Pfeiler wurden errichtet, 30, 40 Meter unter der Oberfläche, und ganze Generationen kamen und gingen, während das Bauwerk unendlich langsam, aber beständig seiner Vollendung entgegenwuchs. Hätten die Dynastien es damit bewenden lassen, wer weiß, vielleicht hätten sie nicht solches Unheil auf ihr Reich herabbeschworen. Aber sie fühlten sich sicher, allmächtig, und sie haben veranlasst, dass überall auf der Brücke Standbilder von Panther und Schlange errichtet wurden, unzählige davon, außer dem Tempel, in den Reisende vor Abbildern der beiden Herrscherdynastien Opfer darbringen sollten. Rosa sah in Gedanken die Steinfiguren auf den Unterwasserfotos vor sich.
und damit haben sie gegen die Spielregeln der Götter verstoßen. Nun, natürlich gab es nach wie vor keine offiziellen Verbindungen zwischen Lamien und Pantera. Keine Hochzeiten, schon gar keine Kinder. Daran hielt man sich und schritt mit aller Macht ein, sobald es doch einmal dazu kommen drohte. Darüber aber vergaßen die Dynastien den eigentlichen Grund für dieses Gesetz, das doch ursprünglich nur verhindern sollte, dass sich Lamien und Pantera selbst zu Göttern erhoben. »Aber das sind alles nur Legenden«, sagte Alessandro. »Götter, die vom Olymp steigen und den Menschen Gesetze aufzwingen, sind nicht...« »Und deine Fähigkeit, dich zu verwandeln?« fiel ihm Thanassis ins Wort. »Hast du eine Erklärung dafür, das den Einfluss der Götter ausschließt?« »Was ist danach passiert?« fragte Rosa. »Die Götter zürnten den Arkadien. Jedenfalls behauptet das die Legende«, sagte Thanassis mit einem Seitenblick auf Alessandro. »Die Brücke war vollendet. Das Volk feierte an den Ufern und auf dem Bauwerk selbst. Lamien und Pantera sahen sich selbst auf dem Zenit ihrer Herrschaft.« »Und die Götter machten dem ein Ende«, flüsterte Rosa. »Erdbeben«, widersprach Alessandro. »Die Straße von Messina ist eines der berüchtigsten Erdbebengebiete der Welt. Der Meeresgrund kommt nie zur Ruhe. Ständig verschiebt sich irgendwo der Boden. Götter haben damit herzlich wenig zu tun.« »Wer weiß, vielleicht war es wirklich nur ein Beben«, sagte Thanassis. »Die wenigen Überlieferungen, die wir ausfindig machen konnten, berichten, dass die Götter unsichtbar unter den Feiernden wandelten und das Spektakel voller Groll beobachteten. Schließlich, als das Fest seinen Höhepunkt erreichte, entfesselten sie die Gewalten der See. Der Boden wölbte sich auf und brach auseinander. Das Meer trat über die Ufer, Stürme tobten. Die Brücke wurde von den Fluten verschlungen, ebenso ganze Küstenstreifen und einige der größten Städte. Damals erhielt Sizilien seine heutige Form. Die Brücke verschwand in Spalten und Schluchten am Meeresgrund. Und mit jedem Beben, das die Gegend seither heimgesucht hat, ging ein weiteres Stück der Wahrheit verloren. Mit wenigen Ausnahmen. Eines dieser Erdbeben, vielleicht das große von 1908, hat etwas zum Vorschein gebracht. Hat es regelrecht aus dem Abgrund heraufgespült. »Unsere Statuen«, sagte Rosa. »Oder ihre.« »Sie waren offenbar dort unten, wie in einer Blase im Fels eingeschlossen. Sonst wären kaum so viele von ihnen gefunden worden. Es ist, als wären ein paar der alten Arkadier selbst auferstanden.« »Aber es muss Überlebende gegeben haben«, sagte Alessandro. »Sonst wären wir nicht hier.« »Natürlich. Überall in der bekannten Welt waren arkadische Händler, Diplomaten und Scholaren unterwegs. Sicher war ein großer Teil von ihnen nach Hause gereist, um dem Triumph der Brückenbauer beizuwohnen. Doch längst nicht alle. Und auch die Katastrophe selbst hat nicht das gesamte Volk getroffen. Im Inland blieben sicher einige am Leben. Viele mögen sich in den kommenden Jahren unter die anderen Nationen am Mittelmeer gemischt haben. Andere sind vielleicht noch weitergezogen, nach Asien, Afrika, hinauf in den Norden. Die meisten dürften in Griechenland und seine Kolonien eine neue Heimat gefunden haben. Und dort haben sie langsam damit begonnen, neue Einfluss zu erlangen. Deshalb existieren die arkadischen Dynastien noch heute, aber im Verborgenen, hinter Masken. »Ich möchte die Statuen sehen«, sagte Rosa. »Sie sind doch hier an Bord, oder?« Thanassis drehte auf seinem Kissen den Kopf in die Richtung seiner Tochter und verzog das Gesicht, als einer der Schläuche unter Spannung geriet. Sofort war die Krankenschwester zur Stelle. »Danai«, sagte er, »sei sie gut und zeig den beiden unsere Fundstücke.« »Bist du sicher?« »Ich denke, sie haben es sich verdient.« Die Hybride wippte unbehaglich im Zentrum ihres Reifrocks, wie auf einem schwarzen Kissen. Dann nickte sie. »Meine Stimme braucht ein wenig Erholung.« Er schaute wieder zu Rosa hinüber. »Aber wir sind noch nicht am Ende angelangt. Da ist noch mehr, das ihr wissen solltet.« »Sie haben uns noch immer nicht verraten, was sie von uns erwarten«, sagte Alessandro. »Keine Sorge. Ich laufe euch nicht davon.« Danai glitt an den beiden vorüber zur Tür. Sie schenkte Alessandro ein Lächeln, während sie Rosa ignorierte. »Folgt mir«,